Tja, da sind wir wieder und ich kann euch nur sagen, es gibt nichts Peinlicheres, als wie man sich in seinem eigenen Schiff nicht auskennen tut. Ich habe gerade offline mal ein bisschen gestöbert und dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die muss doch irgendwo sein, die Jack, zu der wir ja wollen, um ein Gespräch zu machen. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich hier auf Maschinendeck gehe, steht hier drüben ja, wer da alles ist, wen ich da finde. Und da ist ja die Jack. Also von daher, auf zum Maschinendeck. Und ich bin mir sicher, ich weiß, wo sie ist. Ja, Freunde, das kann auch mal passieren. Ich glaube, dass wir hier irgendwo einfach nur die Treppe runtergehen. Und da war ja irgendwie ein Raum mit einem Bett. Und siehe da, da ist sie. Und wir werden mal mit ihr reden. Hey. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Was steht denn drin? Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Und wenn die Antworten nicht so ausfallen wie erwartet? Ich suche nicht nach Antworten. Ich suche nach Namen, Daten, Orten. Was geschieht, wenn Sie finden, wonach Sie suchen? Ich gehe auf die Jagd. Alle, die das mit mir gemacht haben, werden bezahlen. Ihre Partner werden bezahlen. Ihre Freunde werden bezahlen. Wenn ich fertig bin, ist in der Galaxie wieder viel mehr Platz. Aha. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Wären Sie dann meine Bootsfrau? Ich würde das Enterkommando anführen und wäre für die Hinrichtung zuständig. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Oh Mann, ey. Ich muss jetzt gehen. Okay. Okay. Also ich glaube, auf Jack sollten wir etwas aufpassen. Sie hat uns bisher ja noch nichts getan, aber so ganz wohl ist mir bei der Sache doch nicht. Wenn sie schon den Gedanken hegt, eventuell das Schiff zu kapern. Naja, ich werde ein Auge auf sie halten. Was können wir für Sie tun, Commander? Nix. Weitermachen. Jawohl, Commander. So, dann wären wir mal wieder auf unsere Kommandostation. Aber eigentlich könnte ich auch nochmal mit Miranda quatschen. Mannschaftsquartiere, war das da? Ja, ich glaube. Ist ja mal ganz wichtig, das haben wir in Teil 1 auch schon gemacht, mal mit den Crewmitgliedern zu quatschen, zu interagieren. Mal gucken, was sie zu sagen hat, ob sie überhaupt was zu sagen hat. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich stelle nur gerade einen Einsatzbericht fertig. Ich bin beeindruckt, Shepard. Bis jetzt ist alles außergewöhnlich gut verlaufen. Das ist eine der besten Cerberus-Operationen, an denen ich je beteiligt war. Das liegt vielleicht daran, dass es keine Cerberus-Operation ist. Für Sie vielleicht nicht, aber ich unterstehe direkt dem Unbekannten. Und ich bin nur hier, weil er es so will. Cerberus hat Ihnen eine zweite Chance gegeben, Commander. Sie sollten das mit uns auch mal versuchen. Sie sind Cerberus gegenüber offensichtlich loyal. Wie kam der Kontakt zustande? Ach, Sie haben es sich wohl verdient, das zu erfahren. Wissen Sie noch, wie ich sagte, ich sei genetisch verändert?
Nun, ich habe mir das nicht ausgesucht. Mein Vater hat mich erschaffen. Er ist ein sehr einflussreicher Mann und sehr bestimmt. Er wollte keine Tochter. Er wollte eine Dynastie. Ich bin weggelaufen, sobald ich alt und mutig genug war. Ich ging zu Cerberus, weil ich wusste, dass sie mich beschützen konnten. Mhm. Sie könnten sich doch auch selbst verteidigen. Wozu brauchten Sie Cerberus? Mein Vater hat sehr viel in seine Dynastie investiert. Es ging nicht nur darum, dass ich fort war. Mir war klar, dass er weiterhin seine Investition überwachen würde. Ich nehme an, Cerberus ist mit Ihren verbesserten Fähigkeiten durchaus einverstanden. Natürlich. Cerberus ist mit allem einverstanden, was der Sache der Menschheit dienlich sein kann. Einschließlich genetischer Veränderungen. Aber anders als mein Vater mit seinen egoistischen Beweggründen, glauben Cerberus und der Unbekannte an ein höheres Ziel. Sie haben einen erweiterten Horizont. Und ich habe das Gefühl, hier einen Zweck zu erfüllen. Hm. Wer genau ist Ihr Vater? Ein Geschäftsmann. Und zwar ein sehr reicher. Es ist schon ironisch. Mein Vater hat wirklich an einen Plan zur Unterstützung der Menschen geglaubt. Er hat Cerberus hohe Spenden zukommen lassen, bevor ich mich ihnen angeschlossen habe. So habe ich zum ersten Mal von Cerberus gehört, durch die Beziehungen meines Vaters. Kommt mir bekannt vor. Die Ashley war ja, glaube ich, auch die Tochter von einem ganz hohen Tier. Hier ist der Vater halt, hat Geld. Sie reden über sich selbst, als wären sie nur ein Werkzeug, das benutzt werden kann. Von ihrem Vater, von Cerberus. Möglich. Ich habe gern einen festen Platz in der Welt. Dadurch kann ich eher einen Sinn in der Art und Weise meiner Entstehung erkennen. Sie sind, wer Sie sind, Miranda. Dafür müssen Sie keine Rechtfertigung finden. Sie haben leicht reden. Wir wurden beide geschaffen, um Größe zu erlangen, Shepard. Der Unterschied ist nur, dass Sie schon Größe hatten, bevor wir Sie zusammengesetzt haben. Und ich habe Sie dadurch erlangt. Ihr Wille und Ihre Persönlichkeit machen Ihre Größe aus. Und so ist das auch bei allen anderen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen glaube, aber danke, dass Sie das gesagt haben. Okay. Gut, was ist mit der Mutter? Genau, das wollen wir auch nochmal wissen. Sie haben mir viel über Ihren Vater erzählt. Was wurde aus Ihrer Mutter? Ich hatte nie eine. Der Großteil meines genetischen Materials stammt aus dem Gewebe meines Vaters. Sein Y-Chromosom wurde durch eine Mischung gewünschter Eigenschaften aus verschiedenen Quellen verändert. Wie arrogant kann man eigentlich sein? Er war manisch-egoistisch. Ein weiterer Grund, warum ich von ihm weg musste. Danke für Ihre Zeit, Miranda. Wir reden später weiter. Jederzeit, Commander. Okay, jetzt haben wir Miranda ein bisschen kennengelernt. Scheint auch nicht einfach gewesen zu sein. Was ist mit Garrus? Gehen wir auch nochmal gleich zu ihm. Shepard. Brauchen Sie was? Okay, man kann hier, glaube ich, nicht wirklich mit ihm reden. Haben die Leute von Cerberus Ihnen irgendwelchen Ärger gemacht? Es hat mir ein paar Pluspunkte eingebracht, dass ich Teil des Teams war, das Saren zur Strecke gebracht hat. Und höflich sind sie sowieso alle. Keine Sorge, Commander. Wir arbeiten alle zusammen. Alles klar. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Selbstverständlich. Gut, zum Doc gehe ich erstmal nicht. Ich glaube mal, sie scheint wohl auf zu sein. Sitzt sie irgendwo? Jo, sie arbeitet schon wieder. What? Da wollte ich nicht hin. Gut. Gehen wir auf die Brücke. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Okay. Dann, da kommen wir nicht lang. Gehen wir hier mal rein. Ich glaube, mit Jacob haben wir noch nicht gequatscht. Machen wir auch noch mal ganz kurz. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nö. Oder? Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Noch etwas, Commander? Nein. Wir sprechen später. Commander. Sorry, dass ich angequatscht habe. Mein Gott. Manche sind auch empfindlich. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum großen Unbekannten. Nachrichtenterminal aktivieren.
Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Morden die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Ashley Williams. Sie ist auf Horizon stationiert. Mein letzter Stand ist, dass Ash bei der Allianz war. Was macht sie in dem Terminus-System? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn sie Chief Williams schicken, muss es was Großes sein. Vielleicht sollten sie das mit ihr klären. Die Kollektoren suchen sich zufällig eine Kolonie aus, in der eines meiner früheren Crewmitglieder ist? Das glaube ich nicht. Es wäre keine Überraschung, wenn die Kollektoren an ihnen interessiert wären. Schon gar nicht, wenn sie für die Reaper arbeiten. Vielleicht sind sie hinter ihr her, um an sie ranzukommen. Wir sollten die Citadel benachrichtigen. Die Allianz kann uns Verstärkung schicken. Nicht vor ihren Ermittlungen. Ich will nicht, dass uns die Allianz in die Quere kommt. Sobald sie die Lage unter Kontrolle haben, schicke ich die Nachricht persönlich ab. Tja, wollen wir mal hoffen, wa? Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Besser ist. Na, nun bin ich ja mal gespannt. Vergeuden Sie keine Munition für schwere Waffen an schwächeren Gegnern. Man weiß nie, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet. Was geht jetzt hier ab, Freunde? Wird uns jetzt was gezeigt oder... keine Ahnung. Eine Videosequenz? Ich bin mal gespannt. Und halte einfach mal meine Klappe. Lilith, wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das Tut nicht in den leid, Griff Chief. Kriegen. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Bringen Sie alle in den Schutzraum. Beeilung! Ich gebe Ihnen Deckung. Los! Übernehme Kontrolle.
Vorboten ihrer Perfektion. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor. Oh mein Gott. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich Feuerkraft. Wen nehmen wir denn? Euch beide. Du hast 0 und du hast ganze 10. Schockwelle. Biotische Schockwelle bringen Feinde auf den Weg zum Fall. So. Rex, sie fegt auf eine lange Strecke alles zur Seite wie eine biotische Güterzug. Ihre Schockwelle hat nun einen völligen Wirkungsradius, sodass alle auf einem breiten Streifen vor ihnen zur Seite geräumt werden. Geräumt wird. Tja, haha. Massive Schockwelle oder verbesserte Schockwelle? Komm, wir nehmen das mal. Und sind somit erstmal fertig. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind am Boden. Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Freue mich aufs Wiedersehen, falls Sie überleben. Ich glaube, den Kontakt, den werden wir hier gleich herstellen. Und wir machen aber kurz vorher eine Pause. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben knapp 18 Minuten. Und das würde alles wieder ein bisschen übertreiben, weil ich glaube, hier geht gleich richtig die Luzi ab. Also Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen und man sieht sich. Tschüss.